Was geht, meine lieben Freunde? Euer Little Rabbit LP ist hier zurück zu Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Lol. Ich wusste gar nicht, dass der sich streckt, wenn man zu lange steht. Ja, ich habe gerade ein bisschen was eingestellt wegen Video, dies, das, Ananas. Das letzte Mal waren wir, meine ich, auf der Nebelinsel. Genau, dann haben wir hier noch ein, zwei Aufgaben erledigt. Wir sind hier jetzt eigentlich komplett durch. Es fehlen nur noch die Augen aus der Eule. Also ich will jetzt einmal sagen, was das eine Eule ist. Weil das schon sehr danach aussieht. Das sind zwei Energiezellen. Dann die von diesen Radiofliegen da. Und ja, da steht die Kiste. Und auf der Nebelinsel, das mit den Radiofliegen. Dadurch, dass ich die jetzt aber nicht kriege, gehen wir jetzt weiter. So. Das heißt, wir gehen jetzt zum Feuer Canyon. Genau. Das sieht hier jetzt alles schon ein bisschen interessant aus. Super! Ihr habt die 20 Energiezellen, um ein Hitzeschild zu aktivieren. Seid aber vorsichtig, der Schild schützt den Zoomer nur bis zu einer Temperatur von 500 Grad. Also lasst ihn nicht zu heiß laufen. Wenn ihr über glühende Lava fliegt, heizt ihn das ganz schön schnell auf. Wenn ihr 500 Grad erreicht, ist es aus. Aus? Du meinst wie in Aus und Vorbei? Der Fire Canyon ist sehr heiß. Achtet auf Sprungmöglichkeiten, um den Abstand zur Lava zu vergrößern. Ich habe auch mehrere blaue Kühlballons steigen lassen, mit denen ihr die Temperatur des Schildes schnell senken könnt. Ach ja, wenn ihr durch den Canyon seid, vergesst ja nicht, das Teleporttor im Labor des Blauen Weißen zu aktivieren. Dann können wir uns zu euch hinüber teleportieren. Viel Glück! Okay. So, konnte ich springen. Okay. Triff die Ballons, um uns abzukühlen. Okay. Hier gibt's auch Spähfliegen. Puh, mal sehen, ob wir durch diese Lurker an Höhe gewinnen. Eieieiei. Schauen, ob wir das auf Anhieb schaffen. Bezweifle es. Mit dem Hüpfdreher kannst du engere Kurven fliegen. Oh. Fuck. Das meine ich. Ist nicht so einfach, meine Freunde. So, gib ihn, komm. Das wird aber jetzt wohl hier machbar sein. Ich weiß auch gar nicht, wie lang dieser komische Canyon ist. Gehen die Sprengfässer fliegen. Ich glaube, das ist tödlich, ey. Scheiße! Was soll ich da zusammen, meine Freunde? Das ist mega schwer, Alter, weil die Steuerung so schwammig ist, ne? Ich kann mich dran erinnern, ey, da an der Stelle bin ich da so ausgerastet. Da musste mir mein Schwester mal helfen. So, den nehmen wir mit, das nehmen wir rüber, den nehmen wir mit, da
das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. So. Nice. Sehr schön. Juhu, wir haben's geschafft. Trophäe, Zoom. So, aber warte mal. Ich will zumindest diese Fliege da noch haben. Weil das gibt noch mehr Energiezelle. Nice. Sehr schön. Felsdorf. Wow! Ich glaube, ich werde mich nie an dieses Kribbeln beim Teleportieren gewöhnen. Hey! Sieht aus, als hätte der blaue Weise eine Party geschmissen. Oh je! Im Felsdorf ist die Hölle los! Wow, und was für eine Party. Nein, nein, ich meinte, Felsdorf wird gerade mit brennenden Felsblöcken bombardiert. Oh, sieht so aus, als hätte der blaue Weiser an einer Schwebemaschine gearbeitet, um die Brocken vorzuschaffen. Falls sie funktioniert, brauchen wir Energiezellen, um sie anzutreiben. Da werdet ihr wohl noch mehr besorgen müssen. Super. Wir sehen uns besser seine Aufzeichnungen an. Jack? Sieh mal nach, wie es den Dorfbewohnern geht und dann komm zurück und berichte mir. Und nimm die Ratte mit. Ach, nimm die Ratte mit. Scheinbar führt das Präkursor-Bauwerk vor der Küste zu einer verlorenen Unterwasserstadt. Der blaue Weiser hat versucht rauszufinden, wie er eine der Kammern an die Wasseroberfläche holen kann. Er hatte leider keinen Erfolg. Seht es euch mal an. Gibt es dort nicht viele Lurkerhaie in den Gewässern? Wieso? Hast du Angst? Ich? Auf keinen Fall! Ich frag nur wegen Jack. Du weißt ja, was er für ein Angsthase ist. Nun ja, wenn ihr bis zum Korallenriff schwimmt, glaube ich, lassen euch die Lurkerhaie in Ruhe. Die mögen kein flaches Wasser. Da ist der Vogel. Kommt hin raus, komm. Jetzt wieder. Siehst du, hier ist nämlich schon eine Schwebfliege. Nein. Ob uns all diese Zellen noch genug Energie liefern werden? Ob uns all diese Zellen noch genug Energie liefern werden? Müssen wir jetzt hin? Hier, erstmal lang. Okay. Hoppala. Ja, hier aber irgendwo noch. Ah. Solange wir nicht wissen, warum der blaue Weise verschwunden ist, müsst ihr 45 Energiezellen sammeln, um seine Maschine anzutreiben. Geht und besorgt sie. Ich muss zu meiner Forschungsarbeit. Cursor-Bang. Oh, warte mal, da ist noch eine Statue. Hütet euch vor dem dunklen Licht, denn es birgt ein schlimmes Schicksal für einen von euch. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Alles klar. Wie viele habe ich denn? Hier ist eine weitere Energiezelle für eure Suche. Ja, 120 ist aber schon hart, ne? Für dein Opfer überreiche ich dir eine Energiezelle. Nice. Sauber.
Alter, jetzt haben wir schon 34 Stück. Hier ist auch noch so ein Ding. Ah, dafür, dass das, okay, das reicht nicht. War hier nicht gerade auch noch was? Hier war da auch noch irgendwo so ein Ding, ne? Ja. So, warte. Ah, ne, schaffe ich schon nicht mehr. Ne. Okay. Ja, machen wir ein andermal, komm. Oh, hoppala. Ihr zwei seht wie fähige Leute aus. Ich leite gerade ein Forschungsprojekt und vielleicht könnt ihr mich unterstützen. Hey, das ist hier unser Abenteuer! Du sollst uns helfen! Naja, vielleicht können wir einander helfen. Seit Jahren erforsche ich das Grabverhalten der Blitzmaulwürfe im Precursor-Becken nahe unseres Dorfes. Aber jetzt haben die bösen Lurker die Maulwürfe an die Oberfläche getrieben. Und blind wie sie sind, finden sie den Weg unter die Erde nicht mehr. Treibt sie doch bitte wieder in ihre Tunnel zurück, damit würdet ihr ihnen das Leben retten. Ich gebe euch auch eine Energiezelle dafür, okay? Klar! Blitzmaulwürfe! Ganz toll! Okay, für zwei Energiezellen! Netter Versuch. Aber wenn ihr zwei mir 90 Precursor Orbs für mein Forschungsprojekt besorgt, bekommt ihr von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Einverstanden? Alles klar. Glaube ich. 81 darf nicht wahr sein. Ich muss zu meiner Forschungsarbeit zurück. So. Oh nein, nicht noch so ein Held. Der Kampf dieses sogenannten Helden gegen das Monster hat mich meine Unterhose gekostet. Vertraut mir, setzt alles auf das Monster. Nach dieser Wette bin ich völlig blank. Ich schlag euch was vor, hört zu. Besorgt mir 90 Orbs, dann kann ich endlich aus diesem elenden Fass raus. Dafür kriegt ihr eine Energiezelle. Und wenn ihr ein Spielchen wagen wollt, ich habe eine Wette parat. Mein großes Comeback. Schlagt die Rekordzeit beim Rennen in der Totenschlucht, im Precursor-Becken. Ich kassiere ein nettes Sümmchen und ihr bekommt von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Okay. Oh. Mein Kopf tut so weh. Na, ist bestimmt kein wichtiges Körperteil bei dir. Mach dich locker, harter Bursche. Ja, ich war einmal ein harter Bursche. Vielleicht sogar der härteste. Fast ein Jahr lang habe ich dieses Dorf ganz allein gegen diese scheußlichen Kreaturen verteidigt. Doch dann kam dieses schreckliche Monster und bombardierte uns mit Felsbrocken. Mit glänzender Rüstung kletterte ich tapfer den Hügel hinauf, um es zum Kampf aufzufordern. Aber es hat mich windelweich geklopft wie ein Jakobsteak. Dann greif's doch mal mit deinem Gejammer an. Das ist echt tödlich. Nach meiner letzten bitteren Niederlage hat es den Durchgang zu seinem Unterschlupf mit einem 30 Tonnen Felsblock versperrt, sodass man es nun nicht mehr angreifen kann. Deshalb erfand unser weiser Mann, Meister des blauen Echos und Genie der Mechanik, eine Maschine, um den Felsblock wegzuräumen. Doch bevor wir sie einschalten konnten, verschwand er. Und nahm leider alle seine Energiezellen mit. Wenigstens habe ich genug Pontons aus der Brücke entfernt, so kann das Monster nicht hier herunterkommen und mir wehtun. Ja, ganz, ganz toll gemacht, Mann. Aber du musst sie wieder in die Brücke einsetzen, okay? Oh, na klar. Dann kann ich mir ja gleich einen Strick nehmen. Na schön. Okay. Bringt mir 90 Precursor Orbs und ich gebe die Pontons wieder frei. Aber ich kämpfe nicht noch einmal mit diesem Monster. Okay, das heißt, wir machen jetzt als erstes... Haltet durch, ihr Kleinen. Ja, da können wir ja nichts machen. Das heißt, wir machen als erstes das.
weiß halt leider auch nicht, wo der hin. Höhleneingänge sind. Da ist einer von diesen fliegenden Lurkern. Vielleicht hat er eine Energiezelle. Erstmal fliegen wir hier jetzt hoch, um zu gucken, was man hier noch alles so kommen kann. Zack. Scheiße. Von diesen dunklen Eco-Kisten fern. Verdammt, ey. Jetzt. So. Das ist die dritte. Geschafft, aber es warten noch jede Menge auf uns. Alter, die Steuerung von dem Teil, ne? Dunklen Echo-Boxen sind überhaupt nichts Gutes. Ich will immer sein Senf dazugeben muss, ne? So. Scheißring muss ich da einsammeln. Ich hab's dir einmal gesagt und ich sag's. Verdammt! Das verkackt jetzt. Komm. Dude. Nein. Jetzt holen wir uns unsere Energiezellen von der Geologin. Das haben wir. Im Prinzip müssen wir jetzt das Rennen machen. Oder wir versuchen, die Lurker zu töten. Was sich mehr als schwierig darstellt. Darum ist zum Beispiel auch noch eine Energiezelle, die jetzt alle sind.
die sammle ich jetzt mal ein. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dass ich eben das Rennen versuche. Ja, komm, komm. Gehen wir jetzt das Rennen. Komm, reinsehen. Ja. So, go for it. Das habe ich mir fast irgendwie gedacht. Ach so, okay, da komme ich nicht hoch. Das hätte ich auch wissen müssen eigentlich. Was? In den paar Sekunden jetzt ernsthaft. Okay, meine lieben Freunde, wir versuchen das gleich nochmal. Ich muss mal eben schnell was machen. Wir hören uns gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung. So, wo ist denn jetzt der Eingang? Irgendwo. Hier war das Loch. Da. Dann ist es dann. So, ballern wir da jetzt einmal durch. So, bitte ohne Fehler. So. Zack. Okay. Ich glaube, ich kann es jetzt schon knicken. Okay, die Dinger hatte ich da aber gerade nicht. Nein, verschwinde! Wow! Wir haben die Rekordzeit geschlagen! Das war knapp. Warte mal, wir müssen da hoch. Ich weiß gar nicht, mussten wir nicht eigentlich auch was hier mitmachen? Genau, warte mal. Genau, ich kann dafür sorgen, dass es verschwindet. Aber dafür muss ich halt echt schon schnell sein, ey. Nice.
schöner Daumen. Ihr beeindruckt mich immer mehr. Aber vielleicht liegt das auch nur an meinen niedrigen Erwartungen. Okay, genug der Schmeichelei. Weitermachen. Vielleicht liegt das auch nur an meinen niedrigen Erwartungen. Moin. So, hoch da. Zerzett sich natürlich. Oh, nee. Verdammt. Da muss ich in einen durch. Okay. Machen wir das nochmal. Ich will die Energiezelle da oben nicht haben. Dann gehen wir erst zu den Spacken, zu diesem Ritter, bezahlen das einmal, damit wir weitermachen können. Dann zu den Typen ohne Hose. Und dann zu der Forscherin. Aber bei der Forscherin holen wir uns trotzdem die Energiezelle schon mal ab. Ja, was soll das denn? Als ob ich da jetzt ernsthaft springen muss. Ich gewöhne mich jetzt so langsam an den Dingen. Ne, so langsam. Heißt nicht, dass ich schon dran gewöhnt bin. Oh Mann! Kann auch nicht wahr sein. Ich will die scheiß Energiezelle da oben haben. Jetzt lass mich da hoch. Das Ding ist, hier muss irgendwo müssen auch noch zwei von diesen Schwebtypen sein. Die hat bestimmt so ein komischer Hund. Die muss ich eigentlich auch noch wegmachen. Alle. Ah, nee, hier ist nur einer. Ernsthaft? Komm, einmal noch. Einmal noch. Natürlich, ja. Meistens einmal, wenn ich in Offline-Dinger bin. Probier ich das nochmal. Da, das mit diesen Dingern, da muss ich halt auch noch machen. Mit diesen komischen Ringen, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. So, wir gehen jetzt einmal kurz zu der Forscherin, holen uns da unsere Energiezelle ab. Dann gehen wir zu den Spacken, bezahlen den einmal. Damit er da die Kacke wieder macht. Danke, dass ihr die Maulwürfe gerettet habt. Das war so lieb von euch. Ja, ja. Hier ist die Energiezelle. Sie hilft euch weiter. Jetzt kann ich mich wieder meiner Forschung widmen. Sehr schön. So soll das sein. Siehst du, da haben wir schon 36 von den Bären. Aua, aua, aua. Ich kann aufhören, so zu flennen. Oh, das ist ja toll. Ihr habt mir die Precursor-Orbs gebracht. Na schön. Ich repariere die Brücke. Aber mit diesem Monster möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja, ist ja gut. Mach den Roboter, Junge. 37 Stück. Wie viele habe ich davon jetzt? Ha, toll gelaufen, Jungchen. Ich wusste, dass du es schaffst. Wir werden es weit bringen. Hier ist deine Energiezelle und ich werde mir jetzt mein Geld holen. Genau, er holt sich jetzt das Geld. Super schnell. Fair. Sehr schön. So, jetzt kriegt er da nochmal meine 90 Pickel. Oh ja. Diese Orbs werden mir wieder aus meinem Fass raushelfen. Und hier ist die Energiezelle, die ich dir vorhin versprochen habe. Jetzt sind wir schon bei 38. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier einmal runter.
Hier fehlen uns jetzt auch noch zwei. Trophäe, summ, summ. Sumpf. Oh lol. Nee, da will ich jetzt aber nicht hin. Der Sumpf war nämlich mal nicht richtig asozial. Ihr habt nicht genug Energiezellen, um die Maschine des blauen Weisen zu betreiben. Wir können diesen Felsblock nicht bewegen, bis ihr 45 Energiezellen gesammelt habt. 45? Oha. Okay, 45 ist schon viel. Hey, ich sehe nichts. Ich filme nur noch drei, dann kann ich der Forscherin die 90 aufgeben. Naja, vielleicht kommt Fässer ja wieder in Mode. Ich würde tatsächlich ganz gerne. Ich will das Ding da aufhaben. Reicht nicht mal annähernd bis hierhin. Gibt's hier vorne noch eins? Nee. Leider nicht. Schade. Naja. Dann geht's für euch beim nächsten Mal weiter, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einer positiven Bewertung, einem positiven Kommentar. Oder auch ein. Nee. Hatte ich schon. Egal. Euer Little Rabbit FP sagt ciao und haut rein.